Moin und willkommen an die Leute, die auf YouTube die Streamaufzeichnung schauen. Ihr müsstet mich jetzt bereits sehen. Im Stream ist, glaube ich, noch keiner am Start. Ja, heute ist Valentinstag und ich treffe mich dann gleich mit dem Sergeant. So. Neues Handy ist am Start, aber darüber reden wir sicherlich auch nachher an diesem Stream. Mahlzeit miteinander. Ich liebe dich auch, Vilizzo. Ach, was für schöne Worte. So. Mädel, Herr Maximus. So. Oh ja, es war gerade noch ein Besuch im Netto nötig. Ich muss natürlich auch noch was Schönes mitbringen für meinen Liebsten. Oh ja. Samlam Analkam. So, fällt euch eigentlich ein Unterschied auf am Stream? Also was irgendwie Bild oder Ton angeht? Falls ja, lasst mal bitte Feedback da, das würde mich jetzt interessieren. Ich hatte nie Kontakt zu Ur444. Also, ich habe den nur einmal auf einer Messe gesehen. Wer war denn das? War das Gamescom damals? Ich glaube schon. Also alle schreiben, dass die Qualität gestiegen ist, aber einer schreibt, Xiaomi ist Schmutz. Das ist natürlich eine sehr gute Einstellung. Absolute Ehre. Klingelstreiche sind leider auf Twitch, genau wie Telefonverarschen, untersagt. Da habe ich sogar schon mal 14 Tage Bann bekommen, weil ich Klingelstreiche gemacht habe. Die sind da leider auch sehr konsequent. Ist hier Verstoß gegen, Eindringen in Privatsphäre oder so. Ja, naja. Bild ist gestochen scharf, das freut mich. Also der größte Vorteil an diesem neuen Handy, das ist das Xiaomi 13T Pro, ist natürlich, dass es 5G hat. Das war halt immer der Nachteil beim Galaxy Note 10 Plus. Da hatte er ja nur, also in Anführungsstrichen, nur 4G. Und das hat jetzt hier endlich mal 5G. Und der Akku, Junge. Und der Akku sollte auch auf jeden Fall sehr stabil sein. Ich glaube, der hat 5200 mAh. Bin ich ja mal gespannt. Kriegeler, genieß es. Genieß es. Ich kann die Dateien bei Twitch immer nur in 720p runterladen, leider. Deswegen sind die nicht ganz so gut immer von der Quali. Also der Stream müsste ja 1080p, 60 FPS sein. Und die Downloads sind immer 720. Wobei das auch nicht wirklich so einen Unterschied macht. Also, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Morgen stolpert die. Ach, Junge. Nee, das ist ja am Arsch der Welt. Da muss immer jemand fahren. Und wenn der Fahrer immer so besoffen ist, das ist auch nicht geil. Aber es hat Spaß gemacht. Aber einmal reicht. Hast du Hackenschuhe an? What? Ich habe 90er an. So wie sich das hier hört. Ich bin nüchtern, mein Beileid, geliebter Bruder. Ich leide auch. Das Leben ist hart. So. Ich bin gespannt, wo wir aufeinandertreffen. Wir machen uns eigentlich nie wirklich was aus, sondern der Mann ist halt einfach. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert, dass es ein Mann ist. Na gut, nee, ja. Sonderlich überraschend sollte das, glaube ich, nicht sein. Der Mann ist ein Experte im Aufspüren. So haben wir uns auch kennengelernt. So, switche ich hier nochmal kurz rein, um mich hier bei dem einen oder anderen zu bedanken. Irgendwie der Hype Train, ich habe den Gleis. Pips, danke für den 24. Monat. Kampf! Killers Killer, danke für den 41. Das ist wirklich geisteskrank. Moin Mistmulch, ja, das bestätigt meine Aussage. Jürgen 85, danke für den 31. Monat. Nein, ich will auf keinen Fall eine Rose kaufen. Außerdem ist dieser Witch äußerst unangemessen und nicht mehr zeitgemäß. Kaya Jana, warte mal, der hat das gemacht, aber auch, wie hieß er,
beziehungsweise wie heißt er? Bastian Pastewka. Wer hat gesagt, wollte Rose kaufen? War das Pastewka oder war das Kajana? Die hatten doch beide diesen Rosenverkäufer auf jeden Fall. Wer war denn das? Junge, du hast nochmal denselben Club gemietet. Du bist ja nicht ganz dicht. Innerhalb einer Woche zweimal einen Club mitnehmen. Pastewka zuerst. Ah, okay. Junge. Mein Bruder einfach bei Rot drüber gefahren. Der hat mich fast mitgenommen. Alles klar. Okay, wie waren wir nämlich gerade nicht mehr sicher, wer es zuerst gebracht hat. Ich konnte mich an, weil was guckst du? Die habe ich gerne geschaut, die Serie. Also die Sendung, ist ja keine Serie in dem Sinne. So, Alex 59, danke für den dritten Monat. Wird es jemals wieder Auspackvideos mit dem Vieh geben? Das ist eine gute Frage, da der Mann ja nicht mehr so richtig schütten kann, aus gesundheitlichen Gründen auch. Ist das Einzige, was es immer möglich gemacht hat, diesen Mann zum Auspacken zu bringen, also Bier, halt nicht mehr das Mittel zum Zweck. Deswegen eine verdammt gute Frage. Eine verdammt gute Frage. Also es wird sicherlich das eine oder andere Video noch mit diesem Mann geben, wo wir auch irgendwelche Dinge vorstellen, wenn es passt. Aber ob das Fanpost sein wird, das steht in den Sternen, mein Bruder. So, Samero95, danke für den dritten Monat. Einen wunderschönen, ja, die ebenfalls. Fühletzu, danke für den zweiten Monat. Ich habe heute... Nein, ich habe noch nicht masturbiert. Junge, Luki, danke für den 36. Mulm, danke gleichfalls. Barry, danke für den vierten. Danke für diesen Monat voller Content, lieben Schweinefuß. Ja, dieser Sub, der ging vor dem Livestream ein, glaube ich sogar. Ja. Ja, ich bin sehr unregelmäßig live, aber ich habe auch in meinem Twitch-Comeback gesagt, abonniert mich nicht, ich habe es nicht verdient. Das hat sich nicht geändert. Aber naja. So, haben wir hier noch Eisvogel 2610, danke für den Prime. Und Tommy Tomaten Joe. Wer ist denn das? Das ist ja ein lustiger Name. Bestimmt ein sympathischer junger Mann. Danke für deinen vierten. So, wo ist der Onkel? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, geliebter Onkel. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich mache nie wieder in meinem Leben eine E-Bike-Tour. Unendlicher E-Bike-Hass. Es gibt nur noch normale Fahrradtouren. Nee, wirklich. Wenn man abhängig von dem Akku ist, also der Hass, der ist nicht in Worte zu fassen. Also er ist in Worte zu fassen, aber das sollte man hier eher vermeiden. Ja, Dingel, Tangel, Bob, langsam fange ich es wirklich an zu vermissen. Also ich muss sagen, was ich am meisten vermisse, was den Konsum alkoholischer Getränke angeht, ist schlicht und ergreifend, ist Gin Tonic und Pfeffi. Also alkoholfreies Bier schmeckt mir halt super. Ich habe früher, bevor ich überhaupt Alkohol getrunken habe, schon alkoholfreies Bier sehr gerne getrunken. Deswegen ist es für mich absolut legitim, das damit zu ersetzen. Aber Gin Tonic ist einfach wirklich das beste Getränk der ganzen Welt. Und ja, das nervt schon, dass man sich das nicht ab und zu mal gönnen kann. Nee, regelmäßiges Kippen ist, finde ich, nicht geil. Umso seltener, umso besser. So 1 bis 3 Mal im Monat in Rauchen. Absolut legitim, geile Wirkung, viel Spaß dabei und so weiter. Aber wenn es mindestens einmal in der Woche ist, dann ist es schon meiner Meinung nach zu viel. Ja, also sobald du das Gefühl hast, du wirst zum Kiffer, ist es einfach zu viel. Aber jedem das, was ihnen am besten Spaß macht oder wie es am besten funktioniert. Naja, sei mal ehrlich, also an alle, die kiffen, seid ihr wirklich der Meinung, dass 1 bis 3 Mal im Monat nicht wenig ist? Für die meisten ist sicherlich 1 bis 3 Mal die Woche schon relativ wenig. Dann kommt alkoholfreier Medengin. Ach Junge, es gibt schon einen Gin, der schmeckt auch alkoholfrei, zum Beispiel der Knut Hansen. Der andere fällt mir gerade gar nicht ein. Aber es ist ja auch einfach Quatsch. Also, ich weiß nicht. Dann trinke ich halt einfach lieber was anderes. Weil du gibst ja trotzdem 25 bis 35 Euro pro Flasche alkoholfreiem Gin aus. Das ist einfach Blödsinn, wenn du mich fragst. Nein, Tommy, ich liebe dich nicht. Es ist nämlich illegal.
Ich saufe jeden Tag, ja, das ist mein Mann. Ja. Wie der Mann das auch bei Twitch einfach weiterführt, diese Hirnvernichtung, das macht mich sehr geil. Geht's ihr im Darm? Alter, ich habe vorhin im Schwimmbad, wo ich nur geplanscht und geschwommen bin, so grausam, schmerzhaft und unorthodox abgeschissen, Alter. Aber jetzt ist mein Darm leer. Jetzt fühle ich mich wohl. Die Krüge! Junge, noch bin ich alleine, da ist die Schamgrenze irgendwie höher. Campus Maximus, danke für 100 Diamanten. Was, Geliebter? Ja, viele geile Grüße aus Bremen. Steine spalten bis zum letzten Atemzug. Junge Henry. Na gut, Bremen ist wirklich wie so ein gigantischer Steinbruch. Alter, wann habe ich denn das nochmal gesagt? Wo ich gegen TikToker gehetzt habe, oder? Wohin des Weges? Also ganz ehrlich, ich bin auf der Suche nach meinem Liebsten. Wo die Vereinigung stattfinden wird, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hoffe, der verfolgt mich schon seit einer halben Stunde. Ah, da seid ihr. Nee. Warum muss ich jetzt wieder eine Frau mitschleppen? Kann ich den Mann nicht mal an unserem Jahrestag für mich haben? Alter. I love my boyfriend. Ist das auf deinem Mist gewachsen? Ja. Ich habe auch was für dich. Heute mal ein kleinere, um die Leber und so zu schonen. Ach Junge, Alter, das ist so süß. Ist das krank? Ja, weil er sich selbst so eins trägt. Ja, können wir jetzt ja mal im Partnerlook rumlaufen? Das können wir. Auf jeder Veranstaltung jetzt ab sofort. Es gibt ja genug Schwanz für beide, deswegen ist es absolut kein Problem. Ah, das macht mich so glücklich. Naja, was soll ich sagen? Das macht mit der Unterhose und dem Kissen. Ich dachte, du holst jetzt die Unterhose raus. Das ist so, yo, Alter. Ja, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Wann? Im Shop? Zeitnah. So, die Leute wollen auch eine Unterhose. Ich glaube, du hast dir eine schöne Route ausgedacht. Ich habe gar keine Route ausgedacht. Ich auch nicht. Ja, perfekt. Nee, wir werden schon mal finden. Ist nicht gut, die Jacke ist sehr dick und wir gegnen sehr schon wieder warm. Dem Jahrmarkt. Es ist wirklich warm. Es ist sehr warm. Alter, das letzte Mal, wo wir rumgelaufen sind, da habe ich noch ein Schlauchtuch. Gewinn den Markt vielleicht meinen? Mhm. Das Copyright. Yeah, muss ich die ganze Zeit singen. Wie geht's Ihnen? Was ist eigentlich das Geheimnis der langen Liebe? Das fragst du uns? Ihr seid eher so eine Zweckgemeinschaft. Das ist euer Geheimnis der langen Liebe. Rein platonisch. Alles nur für die Öffentlichkeit. Ja, okay. Das ist bei uns ja auch dasselbe. Ja, ja. Nee, bei uns eigentlich nicht. Also ich bin ja eigentlich ohne Kamera noch schlimmer. Ja, ohne Kamera ist er ja nicht. Ja, ich hätte halt gerne Sexvideo. Das ist halt so kein Geheimnis. Also. Ein paar anale Freuden haben noch niemanden auseinandergebracht. Außer halt leicht die Arschbacken. Und sonst so? Wie läuft's? Das Gerät? Das Neue? Steph Sargent, die wurde gestern abgehalten, Dreh. Jeder für sich, sowas ist nicht dafür da, dass man das in der Story postet oder im Internet, sondern für sich selbst macht. Das ist auch eigentlich der Sinn der Sache, Dreh. So, nochmal bitte. Wie läuft's Gerät? Das Neue? Na, was musst du mir sagen? Ich sehe doch das Ergebnis nicht. Naja. Das ist okay. Ja? Ja. Das ist die Frage, wie der Akku hält, ne? Na, 14 Minuten, 2% weg. Ja, das ist richtig gut. Ja. Erstmal. Dann benutzt es mal 3-4 Mal und dann. Wie warm ist es? Wir haben 9 Grad ungefähr. 9 Grad, Junge. Übrigens, der Herr Götz, der säuft jeden Tag, steht auch gerade im Chat mehrfach. Das macht diesen Mann ja auch noch stolz. Naja, das ist ein Xiaomi 13T Pro. Also, Mahlzeit. Mahlzeit, können wir ein Bild machen. Alter, hier wurde massiv eingekauft. Ja, sehr gern. Sargent, kommst du mit ran? Bitte keine unangemessenen Aussagen. Danke. Danke dir. Danke gleichfalls. Ich grüße deine Wandergruppe. Ja. Eine Omega-Verrollung. Ja, weil du solche Witze machst, bekommst du keinen Benatti.
Ach so, deswegen habe ich die neuen Sorten noch nie geschickt bekommen. Mhm. Weil ich meine, das Wandergruppe nie gegrüßt habe. Ja, korrekt. Ich grüße nach Stade, ja. Kappa! Was denn? Mehr Gönnergy, weniger solche Aussagen. Junge. Ah. Kappa. Hast du schon eine neue Gönnergy bekommen? Ja. Fuck you. Meine neue Gönnergy hat mein Mann. Was denn noch? Alles, was du nicht hast. Alles von dem Dünner zu kreuzen. Lull. Für wirklich, mit einem Fingerschnipsen. Was für ein Gericht gibt es beim Date heute? Ich habe dem Mann schon die Salami überreicht. Also, wenn das nicht ausreicht. Naja, es ist ja nicht so wirklich, dass die Geste, die zählt. Wir haben 490 Gramm Nudeln in mir. Kalorien. Du könntest gerne ungefähr 250 Gramm Nudeln in der. Ah, du willst. Ah, der war gut. Oder was wiegt denn so ein Pimmel? Was wiegt denn so ein Phallus? Was wiegt ein Phallus? Du bist die Profi. Wiegt die doch nicht? Du bist der Profi. Ich wieg die doch nicht. Komm mal her. Ich komme dann mit der Küchenwaage und sage, warten Sie mal, bevor ich sie wasche, möchte ich gerne mal wiegen. Ja, warte. Deutlich mehr, 400 Gramm, mindestens ein Kilo. Ja, wer jetzt gerade Zeit hat und eine kleine Feinwaage bei sich, kann ja seinen abgetrennten Phallus mal wiegen. Den abgetrennten vor allen Dingen. Na, das geht ja nicht, wenn man das einfach am Körper drauflegt auf die Waage. Mindestens 20 Kilo. Meiner wiegt 95 Gramm. Hausverbot bei Edeka war inklusive. Alter. Alter. Alter, bei Malte mindestens 4 Kilo. Das macht mich geil. Mullenverbot, Mullen. Wo lang? Großer Garten. Das ist das Einzige, was mich hier stört, ist, dass das Switchen durch die drei Kameras nicht funktioniert. Zwei Kameras immer nur. Innen und außen, oder? Nee, bei dem Samsung hat das die normale, die Weitwinkel und die innere. Das ist immer abhängig davon, ob die Kameras, also die fünf Kameras oder sechs Kameras, was ein Gerät hat, alle auch vernünftig integriert wurden als API nutzbar. Das heißt, du kannst gedrückt halten, theoretisch, in diesen Wechselbutton. Also kannst du sagen, die Integration ist bei diesem Telefon fehlgeschlagen? Ja, das ist nicht darauf optimiert. Also die App, Streamlabs, hat nicht damit gerechnet, dass jemand dieses Handy verwendet. Und damit kann es nicht zugreifen auf alle Kameras. Ich habe keine Ahnung, was du sprichst, aber ich würde dich gerne bumsen. Zeit von zwei. Kenn ich. Ah, geistiger Unrat. Geistiger Junge, was wird denn hier schon wieder? Hä, die Baustelle kenne ich noch gar nicht. Natürlich kennst du die. Schon eine ganze Weile hier. Wir sind noch nicht so fortgeschritten. Ja, ich kenn halt nur diesen völlig plattgewalzten hier war, was war denn hier? So eine Hecke war hier einfach. City Beach. Ey Junge, wer dich in den City Beach gesetzt hat, sorry, aber. Ja, zwischenzeitlich war hier der City Beach. In Frankfurt gibt's sowas auf so einem Hochhaus drauf, das ist richtig geil. Da schaust du halt wirklich. Ja? Das ist wirklich nice gewesen, ja. Weil da siehst du halt nichts von dieser Drecksstadt, siehst halt nur so diese Palmen außenrum und so. Aber hier, Alter, da war ja einfach eine Hecke, da war so eine Buchsbaumhecke drumherum. Du, ich weiß, wer das organisiert hat. Ach Quatsch, ihr? Nein, nicht wir. Ach so. Wer wohl früher gearbeitet haben. Die haben eine Plan aus. Du hast beim Chris gekündigt? Ja, ich habe beim Chris gekündigt. Gehen wir einfach alles zu weit. den beiden Herren davor. Die alles mögliche hier unternehmen. Die haben einfach eine Plane hingelegt, ein bisschen Sand draufgeschüttet und das als City Beach verkauft. Ja, der Gamel war gestern erst dabei beim Laufen, aber keine Ahnung. Singen? Das war, glaube ich, ein bisschen zu spontan für den Mann. Der hat schon noch kein freies DVB-Bike gefunden, um uns einzuholen. Ja, der hat wichtige Termine. Haha, also jagt die SR. Ich nicht das? Killer, ich habe schon diese Plattform seit Jahren bediene ich die mit feinsten Soft-Porn. Ja, es ist ja so. Lemi TV, einfach das, Alter. Solange es nicht andersrum ist. Das Schlimme ist ja, dass du nicht mal aktiv dafür was machen musst, sondern einfach nur. Ich kann ja nicht! Ich darf ja nicht! Nee, es ist einfach nur die Tatsache, dass du uns ja allein regelmäßig begrüßt. Halb nackt. Oder nackt. Na, wenn ihr immer bei mir klingelt und ich habe gerade nichts an, seid ihr aber schuld. Ja,
Das ist exakt das in meinem Auto. Komm mal, ja, lass mal 9 und holt ihr mich um 9 bitte ran. Klingelt ihr mich bitte raus? Da habe ich halt noch geschlafen. Ja, ist ja logisch, dass ich dann nichts anhabe. Mann, ey, immer dieses Shaming. So, Peter Lünchen, danke für den verschenkten Sub. Junge, Noah Timeout, danke. Ach, fick dich, Alter, wirklich, danke für den 8. Der Mann hat dieses Apple-Zeug bei mir gekauft, das habe ich heute Mittag verschickt und er beschwert sich, dass er nicht da ist. Wir haben noch fertig. Geistiger Unrat. Unhöflich, die Nacktheit nicht zu erwidern. Junge, genau das. Ja, prinzipiell sollte ich einfach immer nackt umherlaufen. Endlich sind wir uns mal einig. So, jetzt möchte ich mich noch bei Marcel71 bedanken für den 4. So. Schnullern, Mahlzeit. Warum ist denn der Nachbar noch kein VIP? Bei dir? Ja. Du weißt nicht. Also ich habe jetzt eigentlich mit heftigen Beleidigungen gerechnet. Du bist echt langweilig geworden. Ja, weiß ich denn nicht, warum der Kelp, der Bastard... Das wollte ich hören. Mehr wollte ich da gar nicht hören. Oh, ja. Der Mief hier. Der miese Nachbar. Das ist gar nicht von Bienen. Schreibst du gerade in den Chat, dass du jeden Tag säufst? Ja. Ich schicke gerade in die Gruppe, wie ich schon wieder am Saufen bin. Ah, Junge. Die Jungs saufen ja wirklich jeden Tag. Also, der Superfahrer... Und der Schauspieler Putzmann, die sind ja jeden Tag am Bierkippen. Das ist so geisteskrank, Alter. Also langsam mache ich mir halt wirklich Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Weil je mehr, desto eher... Ich habe immer das Gefühl, so nach dem Oktoberfest geht es einfach bis zum Sommer richtig bergab. Im Sommer ist es dann ein entspannteres Trinken und dann kommt das Oktoberfest und das reißt alles wieder rein. Das hast du gut gesagt. Wirklich, das ist es ja. Na, jetzt, wo man selbst halt nicht säuft, kriegt man erstmal mit, wie viel die eigentlich schütten. Das ist wirklich krass. Ja... Ja. Hoch! Ein FKK-Strand mit dem birnenförmigen Inder. Ja, zeitnah. Man muss erstmal darüber hinwegkommen, dass er am Versagertag alleine ist. Ist er nicht alleine? Er postet die Scheiße nicht. Na ja, ich weiß nicht, ob er alleine ist. Na, alleine. Der Kind, wer nur eine Beziehung führt. Man hat zwar nur einen Penis, aber nicht nur eine Frau. Eine Beziehung mit seinem Auto. Er hat ein Auto mehr als du. Ja, ich habe lieber kein Auto, als es im Auto ja? zu stecken. Achso, ich dachte, das ist was Wind anderes. Kleinen birnenförmig. Diese Fronts machen mich geil. Dieser Mann macht mich fertig. Trotzdem sollte der Fokus viel mehr auf Garmel-Bashing liegen. Ja. Ah, das Lowlight sieht schon gut aus. Ja, doch. Das... Echt? Ja, ja. 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 Das Display ist ja... Du, 93%? Ja, also das... No. Wer säuft im Sommer entspannt? Ja, das stimmt eigentlich. Wer säuft denn eigentlich im Sommer entspannt? Also ja, es wirkt immer nur so, weil man selber mitsäuft. Das, wir saufen weniger, also die anderen saufen weniger, Mann, im Sommer, weil du gefühlt, den Leuten zu warm. Du brauchst nur die Hälfte, bis du umkippst. Ja. Weil die alle nicht genug Wasser, die sind einfach immer so dehydriert und deswegen, aber ja, du kannst im Hochsommer nicht so viel schütten, das ist halt das Problem. Das ist ja das Problem. Du willst. Denkt man aber nicht, man beobachtet das und denkt, ah, jetzt haben sie es langsam. Im Sommer schmeckt es einfach nicht so gut. Dann kommt einfach, zack, ein Wochenende in München, boom, alles wieder gut. Es ist aber auch so was Schönes, sich mit Alkohol zuzuschütten. Das ist einfach nicht ersetzbar durch irgendwas anderes. Das ist einfach die größte Freude, die man im Leben eigentlich überhaupt spüren kann. Ja. Ist ja so, ist besser als Sex, ist besser als ein Casino gewinnen. Also, alleine dieser Rausch fällt für dich ja schon mal weg. Fuck you. Es gibt genug Dönerläden, Bitch. Und genügend Mediamarkt, Glücks, Mystery Boxen. Da habe ich jetzt dieses Gerät. Das war jetzt kein so schlechter Deal, muss ich sagen. Also, naja. Versuch mal, dir einen Deal zu klären, dann kriegst du für sehr günstig Geld sehr gute Mystery Boxen. Die mögen mich nicht, ich beschimpfe die immer heftig. Ja, stimmt, wo zufällig dann was drin ist hier. Oh, drei iPhones. Was in der 200-Euro-Box sind auf einmal zwei iPhones drin? Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Alex, noch dieses Jahr. Keine weiteren Informationen. Alter. Ja, geistiger Minken. Ming. Sing. Das Einzige, was geschüttet wird, ist massig grün in meiner hohlen Rübe. Ja, Hauptsache, man dröhnt sich zu. Mit was ist ja jedem selbst überlassen. Es ist halt nur wichtig, dass man täglich unnüchtern einschläft. Weil jeder Tag, den man nüchtern beendet, ist eigentlich ein verschwendeter Lebenstag gewesen. Nicht wahr? Ich verschwende jeden Tag. Naja, also... Eine Salami gepaart mit den Säften dieser Dame, das ist ja schon irgendwie ein gewisses High, was dann daraus entsteht.
diese 20 Gramm Salz am Tag und 200 Gramm Koffein. Die natürlich aus meinem Saft entstehen. Lol. Das hast du jetzt gesagt, aber das ist sehr interessant. Aus deutsche Weisheiten, in der Tat. Aus deutsche Weisheiten. Wirst du dich jemals verändern? Inwiefern verändern? Ja, man hat sich massiv verändert, dann läuft nicht mehr. Was sagen alle? Was, ich laufe nicht mehr? Er säuft nicht mehr. Ah, ich saufe nicht mehr. Ja, fuck you. Was soll ich denn machen? Saufen. Mach's mich sauer. Malte ist hoffentlich bald in Max. Exakt das. Hey. Warum warten wir alle? Kommt das nicht so langsam. Hm. Wo bin ich die Etage gemütet habe? Null. Andere gefälligst zeitnah in die Schweiz aus. Je, je. Den Stress. Je, alle warten auf den Rechen. Der Bödenförmige, der ist dafür verantwortlich. Du wolltest es mit ihm treffen, um nach... Der wandert ja nie direkt aus. Die Zeitweise. Leider, leider. Bist du noch krank? Ich bin nicht krank, aber die Nachfolgen dieser Hundekacke, die liegen mir noch im wahrsten Sinne des Wortes auf der Leber. Und beim Sport merke ich es auch immer noch. Also, wenn ich mal wieder größere Gewichte nehme, dann haut er so extrem rein. Das ist unfassbarer Hohn. Klaustrophobie, sag du mir, wie du den Einsatz des Xiaomis findest. Du bist am anderen Ende und konsumierst den Content. Also ich sehe ja hier nur ein Display, das sieht für mich relativ ähnlich aus. Ja, nein, nein. So, Bildschirm schon was. Jo. Was ist denn los? Nee, das ist Uwe Kubikmeter, der hat jetzt Rollschuhe an. Ja, aber sehr gern. Max, was geht? Offensichtlich sind wir live. Bruder, das ist der echte. Na los, jemand, den wir machen jetzt das Bild. Danke gleich was. Bitte was Licht. Mit meinem Cousin Kontakt? Bitte keine, können nicht sein, wir sind hier live. Also, danke, einfach ein Foto machen. Sonst ist es nicht gesund. Vielen Dank. Oh mein Gott. Aber ihr könnt im Chat gerne heftig die Leute beleidigen. Oh Gott, man sieht nichts. Sauft ihr eigentlich jeden Tag? Klar. Ich ja. Ich nicht. Ich muss. Oh, Licht. Kannst du ein Foto von uns beide machen? Ja, klar. Oh. Willst du auch noch ein Bild machen? Was du, nein, das ist Max Edlassen. Bist du behindert? Ich glaube, du musst auch noch mal ein Bild machen. Möglichst wenig Worte überhaupt im Allgemeinen äußern, danke. Ach so, sorry. Danke, schönes Wochenende. Hey, hört ihr auch? Ich meine, wirklich, bei dieser hohlköpfigen TikTok-Jugend muss man wirklich bei jedem Wort Angst haben, was über die Lippen kommt, Alter. Wie sag ich so gerne, die Geister, die du riefst? Die habe ich nicht gerufen. Die haben gepfiffen und dann habe ich mich umgedreht und habe ich geantwortet. Ja, alleine wie die meinen Namen ausgesprochen haben, das sind definitiv keine Konsumenten meiner YouTube-Tätigkeiten. Die Aufmerksamkeitsspanne ist niemals so lang. Können wir bitte irgendwo lang gehen, wo es beleuchtet ist? Ich will ja einen richtig großen. Naja, fauler Sack, Alter. Aber nee, doch, das sieht wirklich gut aus im Lowlight. Also, ja, nee, doch. Das ist vielleicht einfach dieser strahlende Mann durch diese ganzen Würste und andere Produkte. Ja, man, so ein radioaktives Level. Ja. Salz zusammen mit dem Koffein. Bestimmt phosphorisieren. Das Video mit August wird am Freitag aufgezeichnet. Das kommt dann entsprechend in zwei Tage später. Sehr kurzes. Implizierst du da etwa mangelnde sexuelle Aktivitäten? Nö, der Mann ist sehr eng. Sehr, sehr, sehr präzise in seinen Antworten, deswegen. Ah, ja, das ist natürlich absolut ganz simple Ja- und Nein-Antworten wird ergeben, alles wunderbar. Der Sergeant leuchtet schon allein. Grüße gehen erst wieder an Kieskau und Master Hexhaus, wenn die neuen Sorten endlich eingetroffen sind. Schieb mal noch ein Paket rüber. Ich hab ein Hundehaar im Fuß stecken. Besser als andersrum. Das ist zu viel. Was zum... Ist es nicht? Nee, ja, du hast keine Haare getiert oder so. Nee, bitte nicht. Die wollen den Fuß sehen? Ja, das ist schön für die. Die zahlen ja nicht genug dafür. Ist das Hundehaar zu verkaufen? Das Hundehaar? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Was zum Teufel? Kennst du es nicht? Durch den Draht, also durch diese dicken Haare bleiben die richtig in der Haut stecken. Was? Wenn ja. Du auf so eine Nadel trittst. Wie bitte? Ja. Dadurch, dass wir ja durch die Socken... Ach, die haben verschiedene Haartypen, ja. Im Fell, ja, das ist klar, aber...
Und das obere, das ist halt... Ich bin nur, also als nicht Hundebesitzer bist du natürlich nur mit dem äußersten Haar vertraut, was in meinen Klamotten hängt. Alter, das ist wunderschön. Herr Hunde Heinrich. Hunde Heinrich. Nein, aber der Staat hat mich schon öfter verhöhnt. Junge, ist sogar Unrat. Wen verhöhnt der Staat nicht? Naja, Patrick Singh. Nun. Junge, Junge. Der größte Hund bin ich, das ist absolut korrekt, geliebter Onkel. Ich finde es übrigens lustig, dass wir um diese Uhrzeit einfach wirklich weniger Zuschauer haben, wobei es eigentlich Primetime ist, als 2 Uhr nachts. Ist das damit zu erklären, dass es mehr verteilt, weil alle anderen live sind, oder dass einfach die Leute noch schlafen oder so? Ja. Weil das soll denn das? Hm? Ah gut, ja, natürlich, da sind halt 20 Leute live. Wie kannst du auch mit dir live? Jo, ja. Und den Zuschauer weg, Bro. Ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich damals immer nur mittags oder nachts gestreamt habe, weil abends einfach jeder live ist. Da muss man halt wirklich die Wahl treffen zwischen seinen 5 bis 10 Streamern, die man so gerne schaut. Das ist einfach Ming. Da klickst du halt durch, musst bei jedem einen 30 Sekunden Werbespot anschauen oder mehr und schließt dann einfach irgendwann gereizt Twitch. Also das ist so meine Experience. Also, außer man ist hier absolut so im Game drin, dass man 20 Leuten Abonnent ist. Das ist und halt Twitch, Turbo und wie soll er heißen? Turbo Lukas. Da ist die 100. Warte mal. Junge, das ist ja wirklich echt. Meister Excel. Nee. Alter, warte mal kurz. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Kann man das irgendwie faken? Nee, das stimmt ja wirklich. Der hat wirklich 50 Subs verschenkt, dieser Mann? Alter, das könnte einfach ich sein. Und dabei gibt es nicht mal ein... Scheiß auf, Digga. Scheiß auf, Digga. Alter. Trotzdem... FunnyDev1105, vielen, vielen Dank für diese Geldwäsche. Ich schicke dir dann die Hälfte hier, du weißt schon, Bruder. Danke für die Rose. Ja, danke für die Galaxie, Alter. Ist das wirklich echt? Junge, weil das, ich habe genau in diesem, wo das hier scheinbar kam mir irgendwie, Junge, Schokopapi hat heute nur für 600. Das ist doch theoretisch immer. Ja, da steht das, aber das sieht ja so. Das, da, wenn Alter! Da steht, dann kann es nicht gefaked sein. Alter, ich lutsch deinen Gott, also falls du über 21 bist, lutsch ich deinen gottverdammten Schwanzmund, Alter. Alter, das heißt wieder mehr Salamis. Ja. Mehr. Ah nee, ich hab, Subs kann ich dir jetzt nicht mehr schenken. Jetzt muss ich halt, das wird ja alles kaputt machen. Also, jetzt müssen es halt Bits sein. Das macht mich einfach nur geil. Diesen Zufall, die kostet sich aus. Nee, also vielen, vielen Dank nochmal auf jeden Fall, geliebter Onkel. Ich frage mich nur, warum, weil ich bin so selten hier und der Content ist so ranzig. Ja, genau deswegen. So, ja gut, also dafür verspreche ich dir auch, ich bin mindestens 10 Tage jetzt nicht mehr live. Also, das damit du wirklich nicht mehr live gehen musst. Ey, wenn du genügend schicken, dann hat er ausgesorgt und dann kommt er nicht mehr live, die Sau. Ja, guter Plan. Alle machen. Junge, geistiger Unrat. Nee, in diesen Hochhäusern war ich persönlich noch nicht. Ich habe schon sehr viele Dresdner Hochhäuser besucht. Eine oder anderen zwischenmenschlichen Erfahrung, aber hier noch nicht. Will man die besuchen? Hier wohnen einige Verkäufer. Von Kräutern. Campus Maximus, danke für 100 Diamanten. Würden Sie ein Interview mit Peter Mann führen oder ein Auspackvideo machen? Ich würde mal mit meinem Dyson vorbeikommen und wir äumeln da mal beide hintereinander rein. In den Dyson? Ich hoffe, den Dyson mit den rotierenden Borsten haben. Und Alter, Alter, Alter. Kennst du Peter Mann? Ich bin Peter Mann. Alter. Junge, Junge. Jeder weiß, wer das ist. Das ist so geisteskrank. Ich bin das. Der Staubsauger. Weil du so auf dem Mund liegst. Ich sage, du bist der Staubsauger. Ach so, und du bist der Ficker. Das ist jetzt aber ganz schön rausgegeben. Alter, ist das alles geisteskrank, Alter. Ganz normal. Sergeant, wenn du es schaffst, Kissen oder Unterhosen anzubieten, dann bring sie bitte in den Shop. In irgendeinen. Das ist mir wirklich buggy. Die Leute wollen unbedingt dein Zeug. Wieso sagt denn ihr überhaupt, dass ich seine Sachen vermarkten soll? Du hast die Scheiße angefangen. Nee, ich bin einfach nur verliebt. Das heißt ja nicht, dass du ich... Du warst der Erste mit diesem scheiß Kissen. Du warst der Erste mit dieser scheiß Unterhose. Die wurden mir geschickt, sie sagen. Ja, die wurden mir geschickt. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen.
Alter. Mann, ey. Ja, der Officer. Die 2 Gramm, die wurden mir geschickt. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen. Diese Situation hatte ich halt schon mehrmals. Alter. Eieiei. Mann, ey. Junge, es ist alles geil, es ist krank. Ich bin kaputt, Boss, da war es auf einmal drin. Ich koste 50 Subs, wieso? Ich koste viel weniger. Also bringt mir eine Cola Zero vorbei und ich maul der ihn. Lol. Kappa. Sollen schon 2 sein. Eieieiei. Sergeant Bestermann, in der Tat. Was ist denn eigentlich dort hinten? Das ist eine Drainage, ich werde jetzt rein und dann. Ja, das klingt schon mal gut. Achso, du meinst den großen Weg, ach Mann. Ach Mann, der will ja gar nicht in mich rein, du Scheiße. Alex59, ich distanziere mich ausdrücklich. Der Jedi besteigt nur Berge, wie in der alten Sage. Das ist alles nicht gut. Ja, natürlich ist das krank, Mann. Budi, kann ich hier Mod werden, Bro? Ja, du bist doch schon Mod. Ja, Mod hast. Alle Mods sind fett und duschen nie. Danke. Nee, ist ja wirklich so. Ich dusche vielleicht nie. Was treibt Karin? Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal Fortnite spielen. Dann dreckigen BMW gegen die nächste Wand hoffentlich. Ah, Henry. Ein Feature mit Assi H ist nicht geplant, aber den Mann will ich auf jeden Fall mal sehen. Er hat mich letztens erst mal gefragt, ob ich mal in Dresden mit dem in den Puff gehen will. Er macht mich so fertig. Was bekommt deine Freundin zum Valentinstag? Selbstverständlich Schwanz, was denn sonst? Der Mann macht mich so geil. Was hast du heute bekommen? Einen wunderschönen Spaziergang. Also gibt es später noch Schwanz. Warum nicht? Vielleicht gab es schon Schwanz. Oh, das ist. Ach, oh, geil. Die trinken mir 50 Rum. Na, noch ist dieser Salami, also. Stream mit Assi, ja, dann bitte aber auf seinem Kanal, da habe ich ein bisschen Angst. Der Mann ist ziemlich hart drauf, so was ich mitbekommen habe. Alter, der Karan ist sogar im Chat, Alter, das macht mich geil. Mahlzeit, mein enger, birnenförmiger Mann. Im Angels kannst du da aber nicht bumsen, da gibt es ja nur Lapdance, oder? Aber da gibt's halt für 35 Euro All You Can Sauf. Ja. Ist halt für ein Comeback, Brudi. Mein Uterus ist ziemlich verranzt und ich bin tippsüchtig bei Tipico, Alter. Ja, wer bist du's? Ey, Elias, ich grüß dich. Isst mal Fufu. Ich werde fucken. Junge, sind ja alle hier am Start. Junge Tindling, ihr faulen Schwein, lauft doch mal lieber mit. Ist ja die faulen Schweine. Das ist 19 Uhr, statt dass jemand mitkommt. Ja, nee. Ey, die supporten lieber online. Aber das ist. An zweiten Tagen kommen sie mit und heulen rum, das ist kalt. Mhm. Da sind wir einmal nicht 2 Uhr nachts draußen. Ja, nee, jetzt ist es zu gemütlich, Modi. Ich muss morgen früh raus, Bro. Geht nicht, Bro. Es ist übelst warm, Alter. Ich schwitze nicht unter der Jacke. Ja, das ist. Du bist ja übelst warm. Ich bin draußen. Ja. Bruder, ich muss auch meine Katze auffassen. Ich kann heute nicht. Ich zitiere den Tindling. Ich esse und werde dann fucken. Ach, die ist so geil. Peter München zum Präsidenten. Platz für dich. Alter. Das stimmt. Eieiei. So ein Ultraschall bei diesem Vorgang wäre interessant. Dieses Vorbeischieben dieser massiven Fleischwurst. Naja. Alter. Eieieiei. Junge. Alter, ist das krank. Alter. No Chat, Myro. Mach das bei dem Mann, der vor mir läuft. Übernimmst du da noch, oder? Das war geplant. Ja. Ich hab mein Zeug mit. Ja. Was heißt KW? Code werfen? Königs Wusterhausen. KW, Spiele, ich reibe mein Gegencode. Das andere kann ich leider nicht anstimmen. Denn das sind 2 Lügen. Ich bin nicht. Ja, ja.
Ja, Elias, Alter, ich habe schon wieder massive Ohrwürmer von diesem Molotov-Cock-Album. Romantisch, ey, lass mal heute. Ich habe mir heute was ausgedacht. Ich fahre dich ganz romantisch auf meiner Vespa durch das sogenannte Elbflorenz. Das ist keine Vespa, das war Schmutz. Yeah. Achso, wir haben übrigens alle beide OF, also. Ja. Es hat nur eine Person hier keinen OF. Das ist doch gut so. Für einen Mann ist das ja scheißegal, aber eine Frau, die es hat, die verliert dann halt einfach ihre Würde so. Wir Männer natürlich nicht. Ja, ist ja so. Weil wir nie Würde hatten. Also das ist jetzt nicht meine eigene Meinung so, aber es ist ja so. So, ja, wisst ihr, was ich meine? Du bist ja Player, bist du, Junge. Mir ist das doch scheißegal, aber das Ansehen eines Mannes leidet ja einfach nicht darunter. So. Deswegen meine ich ja, du bist ein richtiger Player. Oh nein, das ist der Dreckige, der Miefige. Ja. Ja, ist ja wirklich so, Alter. Eigentlich total bescheuert. Wobei der Mann halt viel weniger einnimmt, das ist halt. Das gleicht sich wieder so aus. Da verliere ich lieber mein Ansehen in der Gesellschaft, aber verdiene das Zehnfache so. Ja. Bin heute den ganzen Tag nur im T-Shirt rumgelaufen. Warum hast du eine dicke Jacke an? Weil ich verblödet bin, sorry. Nee, mach immer so dann die Angst. Elias, Finger weg. Wenn es ganz spät wird, dass dann kälter wird. Kopfnusswürger. Ja, Junge, das. Der Kopfnusswürger. Diese Kopfnuss. Der Panzer hat schon so viele Trächtige gewirkt. Habe ich gehört. Er hat auch Kopfnüsse verteilt. Ja, nicht zu Unrecht. Ja, doch. Ach so, ja, also in der Maibar, oder? Hallo, je. Ehre. Maibar ist toll. Mike, das will ich hoffen, Alter. Ich halte es nicht mehr lange aus. Frittenbox 132, danke noch für den Prime. Und TSC Ripers, danke für den vierten. Kampf den bösen Mächten. Ja, ich würde mich eher zu den bösen Mächten zählen, muss ich sagen. Ah, das ist schon, also wenn ich jetzt auf das Display schaue, das sieht ja ein bisschen sehr nach, nach AI so mäßig, also so. Nachdrücklich so, geschärft. Ja, ja, also vor allem was das Licht angeht. Das ist ja, also im Stream ist es heller als in echt, das ist halt. Hier, beim iPhone ist das normal. Das ist eigentlich sehr, sehr repräsentativ, aber bei vielen Android-Dingern wird das so richtig. Ja, Werbung nervt, oder? Werbung. Ey, Twitch-Werbung ist so belastend, Alter, ohne Scheiß. Sag mal, als Mod nicht einfach, also. Du hast als Mod trotzdem Werbung? Ja. Das ist aber auch, na gut, du bist für den Chat zuständig, nicht für das Video. Naja, das ist, wohl, das würde Twitch jetzt argumentieren, so. Ja, du musst doch nicht hier sehen und nicht hören, was der Mann sagt. Ja, aber du kannst ja mich eh nicht moderieren, also, ach, egal. 10, so ist es. Henry, der enge Charlie, Alter. Das ist ja viel heller als in echt. Junge, ist das krank. Okay, das ist schon wild. Testlichtverstärkung. Da, die Innenkamera ist nicht so stark. Die hat ungefähr die richtige Helligkeit. Die Frontkamera ist halt 83 nach 43 Minuten. Stark. Ja, ja. Naja, aber wirklich mehr als 3,5 Stunden beim Samsung bei dieser Temperatur wird es wahrscheinlich auch nie. Also ist schon nicht schlecht gewesen. Also ich finde es krass, dass ein Handy von 2018 noch 3,5 Stunden durchgehalten hat überhaupt am Ende. Die Sache ist halt, das muss ich halt auch mal zeigen, wenn du das regelmäßig nutzt, wird das stark nachlassen. Am Anfang habe ich mit dem Redmi Note 10, schlag mich tot, habe ich damit auch 3 Stunden, 3,5 geschafft. Er hat 5200 mAh. Ich glaube 4,6 oder so. Ja. Und aber wenn du halt regelmäßig dann eine Last draufsetzt, die wofür es nicht ausgelegt ist. Ich darf jetzt halt nicht laut sagen, was ich sonst damit konsumiere, wenn ich nichts tue. Hast du das Xiaomi mal probiert zum Streamen? Ich stream gerade damit. Und ich habe mich auch heute von dem Samsung getrennt. Weil das ist nur eine Frage der Zeit, wenn jetzt irgendwann mal was mit dem Akku oder so kommt. Also ich verkaufe es lieber, bevor es zu spät ist, auf gut Deutsch. Weil jetzt ist es gerade noch in Top-Zustand. Ah. Dann bist du mal wieder KFC. Und andere Länder. Max, wo ist du eigentlich, Junge? Diese Verblödung.
Hoch! Ja. Ja. Zeutendorf, Mahlzeit. Die Wirtschaft Deutschlands wird absichtlich gegen die Wand gefahren. Hast du was dagegen? Es wird Zeit. Bremen. Nieder mit der Wirtschaft. Das? Kampf der Wirtschaft! Die Wirtschaft muss weg! Bevor die Garantie abläuft, lachig. Die Garantie war natürlich noch da. Sieht gar nicht mal so bescheiden aus, dafür, dass ich auf dem TV schaue. Ja, also ich streame jetzt in 1080, 60 FPS statt 30 und das Handy hat halt 5G. Das ist durchaus ein Unterschied. Tommy Tomatenjoe, ich will von Stella Onlyfans sehen. Dieser Mann macht nämlich alle. Also nur für den Kontext, falls ihr das nicht wisst, das ist eine eigene Freundin. Das ist einfach wirklich der moderne Mann. Irgendwie. Einfach noch dafür zahlen, ja, yeah. 4000 IQ. Ja, der moderne Mann findet das ja auch irgendwie interessanter dann als das Original. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Also, so. Ja, geil. Die macht nebenan den Stream an. Und ich schaue einfach zu und schleudere die Nudel. Und er. Ich dachte gerade, das ist einer von meinen Mitmenschen, wenn ich das schon höre, ja. Ja, das ist auch was bis 35 freigeschalten, wie man sieht. Das ist auf jeden Fall legal. Auf jeden Fall. Ja, das Nummernschild ist nur so klein, dass man es nicht sieht. Ja, die Augen, das wird langsam ein bisschen schwierig. Wann wieder in München anzutreffen? Oh ja, jetzt ist da erstmal eigentlich nichts. Also die nächsten Jahre nicht mehr. Nee, ich werde schon mal wieder hinkommen, aber jetzt im Moment gerade halt einfach. Mitmenschen, ja, mein, ich habe sehr bizarre Freundeskreise. Mitmenschen war das beste Wort, das mir jetzt einfiel. Ja, meine Mitmenschen. Der moderne Mann trägt Peniskäfig und Leine und zahlt die Kleinschwanzsteuer. Bin ich der moderne Mann? Achso, übrigens, das Motto bzw. der untere Kontexthinweis des heutigen Streams sind die Freimaurer. Vielleicht reicht ja das einmal auszusprechen schon aus. Wir werden es sehen. Ich habe noch viel auf meiner Liste, Brudi. Freimaurerei. Freimaurerei. Da ist eine Mauer und die ist frei. Hodensack. Wir sind endlich frei von der Mauer. Jo. Bitte küsst euch und bestellt dem Bre schöne Grüße von mir. Könnt ihr euch bitte küssen? Welchen Bre? Wer soll sich küssen? Das ist eine gute Frage. Jetzt rein da, mein Gott, noch eins, Alter, das ist ja wirklich krank. Oh. Wer soll sich küssen, Junge? Ja, ist das keine gerechtigte Frage? Ah. Ist das keine berechtigte Frage? Du hast den Stream so genannt. Ja. Also weil, da dachte ich ja auch, dass du alleine kommst, aber du musst ja immer diesen Ballast mitschleppen. Oha, jo. Ich hätte jetzt gerne diesen Satz weitergeführt, aber das ist zu viel für den Stream. Mann. Ich muss das kriegen. Ja, ich weiß auch nicht. Singen. Alter. Kann der Elias mal sein Glied in seine Tunnellöcher stecken? Alter. Das ist alles so krank. Du musst ja das wahrscheinlich abtrennen. Ich würde gerne abgetrennt. Glieder im Chat, danke. Bitte nicht die Demokratie fördern im Chat, danke. Wie ihr seht, ist Demokratie wirklich die absolut schlechteste Regierungsform. Deswegen dürfen Leute wie ich frei rumlaufen. Also das sollte ein Argument sein, auf jeden Fall. Hallo! Ja, was sagst du? Hallo! Was denn? Ist das, darf man das nicht sagen? Nee. Du darfst das schon sagen, das ist ja auch offensichtlich als Ironie zu verstehen, aber... Ne, das war eigentlich schon ernst gemeint. Ja, wir sind demokratiefeindlich und Demokratiefeindlichkeit... Ach. Ja, ich würde gerne unter einer Königin leben, die so am Tag 10.000 Eier legt und ich bin einer der Soldaten, die da rausziehen aus diesem riesigen, wurstartigen Körper. Nee. Was, Mann? Ich will lieber unter einem König leben. Du wärst dann der König, der die Königin immer wieder besamt, jeden Tag 10 Mal. Hättest du gerne einen Abdomen, was 20 Mal so groß ist wie dein Restkörper? Ja. Also, riecht so massiv nach Rott. Tommy, du treibst dich da hier irgendwo rum. Ah, Junge. Der Osten hat einen Plan, Berlin und der Westen sind lost. Ja, Alter, schaut euch doch einfach mal so ein Termitenvolk an. Macht's nach, Alter. Die bauen im Vergleich zur Körpergröße größer als wir. Also, so fast.
wohin geht die nächste große Reise? Es wird grundsätzlich nichts gespoilert, Bre. Das ist irgendwie immer schlecht. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Junge, das Adler sind als Kanzler. Nee, Gott bewahre, das ist viel zu viel Arbeit. Naja, Kanzler nicht. Henry. Das ist ja, glaube ich, anstrengend. Ein Rind? Präsident! Das ist der Unterschied zwischen dem Kanzler und Präsident. Kanzler ist im Endeffekt, ja. Wie hieß das Ganze? Institutionelle Mono. Als Kanzler bist du. Wir haben gar keine Zeit, um sowas zu. Du bist das Aushängeschild quasi. Olaf Schmalz ist der Kanzler und wer ist der Präsident gerade? Steinmeier, oder? Ja, der mit der kleinen Brille hier, der Bastard. Ja. Darf man das sagen? Ich kann auch nicht mehr. Hält sich schön zurück. Also ist Präsident. Fehler gehabt, nur machen. Also kein Problem. Ist Präsident doch besser, wenn man weniger machen muss? Nee, ich glaube, als Kanzler musst du weniger machen, oder? Oder musst du als Präsident weniger? Ach, ich habe nicht aufgepasst. Tut mir leid, Herr. Ich weiß nicht mal, wie mein Geschichtslehrer hieß. Das war Politiklehrer. Oh, der war echt cool, unser Politiklehrer. Unser Politiklehrer war einfach ein wandelndes Meme. Wirklich. Welcher Lehrer lang, war das nicht? Flachsig. Alter, dieser Baum. Der wird massiv in den Arsch gefickt. Lul. Sorry. Marv Distanz. Der Sergeant soll sich bitte jetzt einen itzen lassen. Zack, zack. Ja, kein Problem auf der Plattform. Gar kein Problem. Giech, die beste Mann. Ja, Frau Krümel ist ja kurz in den Busch. Ich höre einfach nur zu. Ich höre einfach nur zu. Alter. Mein Skrotum ist unglaublich prall. Der Bruder, dann entleere es doch rasch. Dafür ist es da. Ja, man kann bestimmt kurz Fuß zeigen. Henry. Das ist ja nicht so krank. Aber es ist doch alles so verdammt geil, Bruder. Henry, Mike. Wir verrohen die Gesellschaft. Ja, der Chat ist verrohnt. AIDS-Fisch, danke für den Prime. Und AIDS-Fisch? Wie spricht man das aus, wenn ich AIDS-Fisch? Junge, was zum Geier? Watsch 808, danke für den ersten Monat. Und für Low Funds, danke für deinen Prime. Noch Geld. Ausrufezeichen Distanz ist eigentlich auch ein guter Command, der durchaus nötig wäre hier öfter mal. Und jedes Mal geht ein Kilometer drauf. Max hat sich bereits so und so häufig mal so und so weit von was auch immer distanziert. Ja, das. Naja, ich distanziere mich ja nicht, das bist ja meistens du. Yeah. Ah, ich muss schon sagen, also bei dem im Stream sieht das Gebäude sehr geil aus. Das ist schon. Das. Marv, das ist ein Quatsch. Das geht mir eigentlich relativ am Arsch vorbei. Alles, was der Mann macht, ist Entertainment, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Eingreifen in das Leben der Leute. Das ist nie so cool. Also es geht um Sex. Lul. Come it with those symbols. Mein Name ist nicht Oberschmalzberg. Das wäre schon durchaus amüsant. Der Sergeant ist in der Tat eine sehr geile Sau. Das ist das Sergeants Gästehaus, ja. Wenn die Welt so wäre, wie ich es für uns beschrieben habe, mit dem Termitenbau, dann wäre das das Sergeants Gästehaus. Da werden immer die Orgien drin gefeiert. Zum Glück nicht in meiner Wohnung. 20 Salamis, ein Mann. Drei Löcher. Ein Loch. Ein Loch? Ein Loch. Ach, oraler Verzehr von Lebensmitteln ist so überholt und rückständig, Alter. So ewig gestriger. Rückständig. Ja, hast du die South Park Episode nie gesehen? Nein. Also es ist ja technisch gesehen möglich, sich über den Darm zu ernähren und vor allem auch mit Flüssigkeit zu versorgen, dauerhaft. Ja. Mehr wollte ich nicht hören. Du musst die Salami nur pürieren. Mit Mineralien und Nährstoffen setzen. Dann probierst du endlich mal den Wodka-Tampa. Alter. Also ich würde führst sie mir an. Aber die einfach Schleimhäute mit 40% kombinieren ist wirklich dumm. Also. Ja, aber es ballert, Brudi. Hauptsache es ballert, Brudi. Gibt's für sehr schwere Alkoholiker nie so ein Tropf, wo auch Alkohol drin ist oder sowas? Irgendwie, dass man die Leute. Es gibt Fälle, da muss man zum Beispiel in der Notaufnahme doch die Leute irgendwie
kann tatsächlich nicht sagen, wie das gemacht wird, weil das ja im Krankenhaus gemacht wird. Ich arbeite ja im Krankenhaus. Na gut. Ich habe da auch keinen Wissen dazu. Aber es gibt Fälle, da muss man die Leute über einen bestimmten Pegel halten, weil die sonst gefühlt abnibbeln. Ja, wie wird denn das gemacht? Also weißt du das einer von euch? Werden die im Krankenhaus ihr habt das da alle schon mal durch. Sie kommen nach dem Entzug zu uns. Ja. Aber wie die den Entzug machen, ich vermute. Also so ein kalter Entzug im Krankenhaus wäre schon hart. Ich habe nicht vor, das zu machen, da so brennt, alles gut. Kann Nathalie sagen, ob 13 cm Durchschnitt sind? Meinst du Radius, oder? Beim Sergeant Radius. Radius. Ja. 13 cm sind in Deutschland sind 15. In Deutschland sind 15 Durchschnitt. Ethanol im Tropf, ja, so kenne ich es auch. Ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Und sowas könnte man ja aber auch prinzipiell einfach sich so mal legen, auf entspannt. Leg mir einen! Leg mir einen! Nicht leg mir einen, das ist halt überholt, ja. Das ist, Alter, geil. Harald Schnittlaus, ja, ich hoffe, ich bringe dich jetzt nicht auf irgendwelche Ideen. Es ist ja halt einfach Real Talk. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, was ich mir ausgedacht habe. Es ist eine Technik, die bereits existiert. Sie ist nur, die wird einfach zurückgehalten von denen da oben. Weil die nicht wollen, dass wir auf bessere Art Spaß haben. Ja, und es geht ja wahrscheinlich noch höher. Ich gehe stark davon aus, dass es eine Technik ist, weil alles andere ist ja kontraproduktiv und führt nur zu Revolution-Ausfällen. 13 bis 15 cm ist der absolute Standard. Alter Leute, wirklich. Sind in Deutschland, also 15,2 oder so sind deutscher Durchschnitt. Fehlt den Leuten die Eichel und der halbe Schaft? Oder? Bauschaum auf Lunge. Das wird das Meinertagsmotto nächstes Jahr, Alter, das gefällt mir. Ja, wenn die ihr Lachgas sich gönnen, dann kann man mal was Neues machen, Alter. Guck mal, die Idioten, die probieren es aus. Bring mal noch eine Kerze mit, Bruder, mit Gas. Auch noch ein bisschen. Noch Ballons mit, Rudi. Ich nehme einfach so einen Heliumballon mit. Ich mach einfach Helium rein. Junge, geistiger Ming. Dein Löller ist mächtig, hat man im Endstream gesehen. Alter, davon distanziere ich mich ausdrücklich. Der war schlaff, Brudi. Hell, das ist das krank. It's der Jogger! Der Jogger! Ich habe mir tatsächlich den Penis abgetrennt. GG, Bruder. Statement, Gratulation zur Freiheit. Also. Das Ding ist halt einfach nur Ballast. Unnötig. Kannst du auch direkt aus dem Loch urinieren. So unbeleuchtet. Klede, Jamie, Johnny Walker 666 und Charlie, danke für eure Primes. Seid ihr alle neu hier auf dem Kanal? Das freut mich sehr. Woher kommt ihr? Junge, das Seib hat aus Versehen mal mein Loris geleakt. Alter, ihr macht mir so krank. Das Seib hat ja mal aus Versehen meinen Loris geleakt. Hier war ich heute schon mal. Das ist einfach schön. Junge, Junge. Ja, ich. Setz doch mal den Fokus richtig, Junge, ja, Kalb. Haben wir heute eigentlich mal den Fokus richtig gesetzt? Du, dann wäre das. Ich hab sogar das Bild auf dem Handy. Ihr seid alle so ekelhaft, Alter. Ihr habt ja ein Bild meines Pimmels auf dem Handy. Das muss man sich mal überlegen. Schlimm sowas, echt wirklich. Also, ich kann mir auch gar nicht erklären, wie die Bilder deines Pimmels auf die Handys kommen. Also. Das sind alles erwachsene Männer. Ja und? Das ändert ja nichts daran, dass. Grüße gehen raus an die Leute, die damals in der Uni hinter mir saßen. Krass, ob du einen Tag in der Uni angehst. Ich war sehr häufig. Ach, du hast Pfand gesammelt. Hast du das gemächtigt? Ich habe zwei Semester, war ich immatrikuliert. Zwei Semester? Und ein Semester war ich tatsächlich nicht sogar anwesend. Das zweite war ich dann nicht mehr anwesend, weil ich nicht mehr anwesend sein durfte. Ach so. Ich habe es verstanden. Rona-Mona. Rona-Mona. Deswegen habe ich aufgehört. Saß. Und damals schickte der Mann gerne auch ungefragt. Also wie ich in den Zug uriniere und sowas? Nein, einfach als Antwort. Ach so. Also, das letzte oder wo auch immer du dann warst, immer so schön. So. Ja, das war die Antwort einfach. Was macht man so unter Brüdern?
mal einfach mal ein bisschen. Sei froh, dein Loris ist in der Galerie direkt neben dem Maulwurf des Lutz. Junge, der Maulwurf des Lutz. Das Video, wo der im Pool wächst, macht mich so krank, Alter. Hast du es gesehen? Ich will darüber erst gar nicht nachdenken. Diese Fettaugen, die dort schwimmen an dem oberen Teil des Pools und dann guckt dort dieses das ist wie so ein Chamäleonauge sieht das aus. Diese Eichel, die aus dieser Vorhaut quillt. Was denn? Smoky McPuff, hey McPot, wann wieder voll so. Hey Brudi. Ah, keine Eier oder was? Ich muss morgen arbeiten, Bro. Also, Junge, geistiger. Sing. Also, wenn der Akku jetzt stetig so durchhält bis 0%, dann sind definitiv 4 Stunden drin. Ja. Das ist gut zu wissen für den sommerigen Sipcock. Ja, aber ich fürchte, im Sommer wird es ein bisschen weniger sein. Dann kommt JBG4. Ich glaube, das war eine Frage an dich. Wieso? Na, weiß ich nicht, du bist doch... Na, Abend 4 ist durch. Mit der ersten Frage ist ja noch auf Goodfellas Tour. Nur, also ich gehe mal davon aus, dass das... Ich meine, dass im Raum stand, dass Kong nochmal ein Kollege nochmal ein Solo-Projekt bringt. Noch eins? Wie viele Alben will der noch ins Haus haben? Mehr. Am besten noch eins auf Spanisch oder so. Ein Kollabo-Album mit Eckhart S wäre sehr geil. Das ist entweder ein Solo-Projekt von Kollegah selbst oder von einem seiner Signings oder was auch immer das ist. Viele Namen auf der Liste. Zu viele. Das wirst du aber jetzt auch immer hören. Wie bei Ich wichs piss auf Stammbäume. Habt ihr heute eigentlich schon mal auf einen Stammbaum gewichst pisst? Ich gebe fix Piss auf Stammbäume. Nein, es wird auf den Stammbaum gewichst pisst. Also der Mann wichst und fängt während der Ejakulation an zu pissen. Was? Alter! Junge! Das macht mich wirklich glücklich. Viel zu viele Namen auf dem Zettel offen stehen hier. Ich glaube, wir kommen nicht herum um... Sex mit einem Tier. Hey, Kappa! Kappa! Ja, je! Was denn, Kollege? Hat diesen Reim doch extra so gestaltet, Mann. Hast du je eine andere Version gehört? Ja. Ausgesprochen? Nein. Na siehste. Dann ist es auch nicht ausgeschlossen. Es wurde den Leuten offen gelassen. Ja, das Tier. Also jeder gute Bauer hat auch ein zahnloses Schaf. Zu viele Namen auf der Liste offen stehen hier. Ich glaube, wir kommen nicht herum um noch ein Bier. Ja, das klingt auch legitim, ja. Für die Sachen, die sich dann super und schauspielende. Bro, Alex, ich kann hier jede Nachricht im Chat lesen. Also das ist. Bro, ignorierst du mich etwa? Bro? Ja, aber du überliest meine Frage seit 7 Minuten, Bro. Ja, Bro, hier muss man ja erst zappen, damit man gelesen wird, Bro. Ja. Das nennt man die sogenannte Donowall. Ich verstecke mich in deiner Paywall. In der Tat, mein Podcast ist nur für elitäre Volksgruppen geeignet. In dem Podcast geht es übrigens nur um Geschlechtsverkehr mit Tieren. Henry! Stell dir vor, du machst den Podcast, kriegst aber 100 Folgen voll und redest wirklich nur über dieses eine Thema. Hast auch jedes Mal einen Gast? Das ist eigentlich meine Mission bis zum Ende des Jahres. Jan Ulrich hat nichts falsch gemacht. Henry. Was? Moment, Bull. Oder? Der Onkel. Der Onkel. Der Onkel? Alter. Was, zu viele Kilos sind offen auf der Liste hier, wir kommen nicht, um Rainer Winkler. Ach Junge, große Wassertiere, in der Tat. Also, ich habe das ja, achso, nee, das habe ich, wen habe ich denn das letztens gefragt? War das auch in dem Vlog, wo ich, das war der Chris und die Frenzy habe ich, glaube ich, gefragt, wenn ihr mit irgendeinem Tier was haben müsstet. Nee, das war der Nachbar und sie, wo wir in Cottbus waren. Die hat direkt gesagt, der selbstverständlich ein Pferd und der Tommy, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, ein Kamel. Aber wie wär's denn bei euch? Also ihr müsst. Das ist die Hintergrundinformation, die ich brauchte, warum Frenzy mit mir darüber geredet hat. Ach du meine Güte, das kam so random. Die hat so gesagt, wir haben so ganz random mit Max darüber geredet, wie man mit Pferden schläft und wie das ist, wenn man dann ein Pferd auf die Welt bringt und Hönnele. Ich dachte, wie kommt man denn auf so ein Thema? Ich glaube, das funktioniert nicht. Also, naja, ich kenne einige Leute, die das Gegenteil beweisen.
Alter Junge, die armen Leute, was hier denken müssen. Mann. Alles ganz normal. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Was wäre es denn bei euch? Ich lebe lieber in einem zurückhaltend und abstinent, als mich an einem Tier zu vergehen. Ja, aber jetzt mal angenommen, das Tier gibt dir seinen Konsens. Ich ficke lieber gar nicht. Ein ausdrückliches Ja. Selbst ein ausdrückliches Ja, nein. Ich bin vergeben und fertig. Ja, da ich nicht vergeben bin. Ja, nein, keine Ahnung. Ja, du hast ja schon einen Pferdepimmel an deiner Seite, deswegen erübrigt sich das. Das ist ja ungerecht, das zu sehen. Es würde ja nur weinen beim Covid. Sie vorstellen, wie er sagt, wie der Elefantenpimmel da ausfährt, Alter. Dieses beingroße Glied. Ja, ich distanziere mich auch von. Ich distanziere mich von allem, ja. Am Ende wird der Kontext unten unter dem Upload dann Zoophilie. Scheiße. Faktencheck. Das hat eigentlich keinen großen Penis. Das ist Fake News. Nee, Kappa an dieser Stelle wirklich. Wirklich klein. Das stimmt Problem, nicht. Das Problem ist, sie glauben es mir auch nicht. Du hast einen gigantischen Njarak. Das Orne die Bullen kommt von mir. Orne die Bullen. Oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal woanders gehört habe. Das habe ich einfach immer im Suff gesagt, weil wir halt dann auch immer geflüchtet sind. Wir haben damals sehr viel Blödsinn gemacht. Orne die Bullen. Geistiger Unrat. Kind, wer keine Leistung vom Amt bekommt. Junge, Schokopapi hat sich entmoderatort. Was? Hat sich selbst entmoderatort? Ja, dieser Bastard. Warum? Na, weil ich auch keinen Bock mehr drauf hätte, diesen Wahnsinn hier zu pflegen, Alter. Junge, ich uriniere mir ein. Wer entmoderiert endlich unseren Discord? Junge, das. Der DJ Schlauchmagen muss dringend entbannt werden. Der kann nicht mitzocken, Mann. Oh, der Arme. Das ist ein geistiger Mann. Das ist nicht mehr ganz so fett. Das leider. Ich habe auch einen großen Tommy, dann hol ihn doch einfach mal raus. Nee, stimmt, der hat sich gar nicht entmordet. Das wird nur einfach nicht angezeigt hier an dem Bildschirm. Dass er ein Mod ist? Ach, ich bin so verblödet. Ich habe schon gedacht gerade, ja, das ich muss vors Arbeitsgericht ziehen. Tindling, wenn die Glatze kommt, kommt auch das Moderatorengehalt. Ein Gönnergy pro Monat. Lol. Ich bin ja so selten live. Bruder, was der Excel, Bro. Ja, das. Bruder, schick mal nochmal eine. Also. Okay. Snapback-Back. Danke für den dritten Monat übrigens. Long Dong, sein Vater. Passt zum Thema. Danke für den Prime. Und Kevin Schult, danke für den vierten. Gottes Segen sei ich gewiss. Oh, ich bin gerade in etwas. Das war zum Glück nur Matsch. Hat sich gerade angefühlt wie Exkremente. Wie Loso. Was sagst du eigentlich zu dem. Wie heißt das? Der Tindling kann kein VIP verteilen, zum Glück. zu dem Code, der auf dem Balkon stand. Na, hast du das Video nicht zu Ende geguckt? Das Video Ei. Da stand einfach Hundecode. Ja. Guck dir mal so bei der Geschwindigkeit, welchen Code gezeigt wird. Das ist halt wichtig, ja. Es gab halt sicherlich auch relevantere Themen bei diesem Gespräch, aber es ist schön, dass das auch alles angesprochen wurde, ja. Ei! Ei, 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 Alter. Was lernen wir daraus? Weniger. Und kannst du bitte meine Losung deuten? Was? Massiv vergrößerte Organe? Du sollst öffentlich die nicht mehr? Die sind nicht mehr. Junge, du stehst wirklich sehr praktisch an dieser Laterne. Lui, oh Mann, geistiger Unrat. Ja, Mann, ey. Müsste man jetzt noch Träger daneben schreiben? Dann wäre das akkurat. Ich trage es einmal um die Hüfte gewunden. Alter, Junge, das. Alter, wenn ich wirklich mal irgendwie eine Verletzung an der Oberschenkelarterie habe, dann einfach meinen Pimmel drum, Knoten rum und dann. Ich habe immer so einen praktischen Gürtel dabei, ja. Ja, ich brauche ein Tourniquet. Geistiger Unrat. Die ist ungefähr meine Tour, das heißt, ich muss mir mal rausdenken für meinen Band. Also. Ja, am besten zeigst du einfach mal Jarak.
Naja. Hier. Kurz was fragen? Ja? Ah, oh. Hallo Max. Moin. Wisst ihr, wo die 10 ist? Die 10? Die Haltestelle für der 10? Also, das ist am Stadion. Das ist nie hier. Ist das so? Weil hier steht Comeniusplatz sogar bei der DFB-App. Die DFB-App? Das ist schon Comeniusplatz. Die fährt doch nicht hier lang. Nee, ich mach das einfach. Die fährt über den Strassi? Nee. Nee, Quatsch, die fährt über den Lenéplatz. Das ist die andere Seite des. Das kann nicht sein. Warte mal. Was? Was? Ja, das ist ja egal. Comeniusplatz oder was? Comeniusplatz. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass da hinten die Haltestelle. Comeniusplatz. Fetscherplatz. Fetscherplatz. Ja, stimmt, das, ja klar, Fetscherplatz. Aber ich meine, hier steht ja Comenius. Comenius. Dann ist es eine Umleitung. Der Mann ist übrigens sehr süß. 40? Wir sind ja auf eine Schule. Also musst du davor, also kannst, echt? Kannst du dich erinnern? Welche? Hans Elbe Gymnasium. Ah, das war wunderschön. Also, ja, Grüße an Herr Littwitz. Also wir stehen. Junge, Alter. Wir stehen auf Comeniusplatz. Also wenn, dann ist halt. Ist das die 10? Also, nee, da fährt die 1 und die 2. Ja. Hier fährt die 10 nicht. Also das ist der einzige Comeniusplatz, der hier in der Nähe ist. Ja, ja, aber guck. Comeniusplatz. Hält es aus, perfekt. Da hinten ist also, okay, hier. Comeniusplatz. Steig 1. Muss mal gucken, ob die da fährt oder da oder vorne. Aber das scheint ja eine Umleitung zu sein. Okay. Dann also die Spielbank ist einfach immer geradeaus. Und dann ja, 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 die Spielbank. Ja. Frohes Schaffen, guter Mann. Okay. Mann, sah äußerst eng aus. ich wollte mich noch bedanken, bei hier kommt Alex übrigens und super Fahrer, danke für den 48. Monat, Alter. Das ist krank, Alter. Schönes Bergfest, ansonsten gibt es halt nichts zu feiern. Hey, es gibt zu feiern, dass du gefühlt jeden Tag säufst. Jeden Tag 11 Flaschen mehr säufst, das ist ein Problem. Diese random Zahlen immer, die dafür für den Bierkonsum stehen, machen mich so glücklich. Durex King, Distanz von Kondomen aller Art, Alter. Wie soll man denn sonst die Krankheiten verteilen? Danke für den Prime. Ja. In welche Richtung muss der süße Mann, weil am Fetscherplatz dreht die 10? Na, der läuft gerade dahin. Der läuft gerade dahin. Das ist der Comeniusplatz. Ja, aber hier fährt die 10 nicht lang. Er hat einen Leitungsstand. Ja, aber trotzdem nicht hier lang. Also, nee. Stimmt. Die dort vorne. Ja, komm. Hat der Sergeant noch Haut vor der Nille? Haut vor der Nille? Eine frohe Haut, ja. Nur um mich warm zu halten im Winter. Alter. Was geht's, Marcel? Grüße zurück. Jeder im Schlafsack schläft hier. Reißverschluss mittlerweile dran. Wie, die 18? Wo fährt denn die heute hin? Das weiß ich gar nicht. Henry. Haben wir eine 18 in Dresden überhaupt? Was guckst du mich so an? Willst du irgendwas Unterschwelliges andeuten? Hier sind übrigens 25 Cent, Brudi. Ja, hat sich gelohnt. Eieieiei. Unterschwelliges. HB Performance 99. Kennst du mich noch? Hasi Performance kenne ich. Das waren bestimmt immer Streams, wo du im Chat warst, wenn du denselben Namen hattest, wo wir sehr viel gebechert haben. Ja. Junge. Streams. Ja, früher war eigentlich besser, da hat er auch gesoffen. Teutendorf, wenn du wirklich durch eine Fachkraft ersetzt wurdest, dann bist du aber schuld, dass du überhaupt gearbeitet hast. Das? Also, ja, ganz einfache Sache, Brody. Ich vermisse die Adlersen 1 bis 4 Streams. Hey, die gab's doch jetzt erst regelmäßig. Wo es so schön geschneidert und so. Ich versuche übrigens die ganze Zeit eine öffentliche Toilette. Naja. Kommt eine ganze Weile nicht, also. Ich würde dir gerne einen Gewind auf die Nille schnitzen. Da kann ich mich wie ein Gucken drehen. Ach ja. Kennst du King A? Ich kann es leider nicht abspielen, dass man. Wann wird der Penis getoastet? Ich habe mal versucht, den zu grillen, aber der hat sich einfach nie wenden gelassen. Das ist immer so kompliziert. Das ist ja ganz normal. Das ist ja ganz normale Gesprächsreden. It's Eagle in der Tat. Spricht sogar mit Igeln. Jetzt, dass die 10 wäre, nicht mehr eingepinkt ist. Warte mal, die 6 fährt hier lang. Was zum. Umleitung! Umleitung! Ich hätte gerne ein bisschen Zucker dazu. Eieiei. Ich hätte auch gerne ein wenig Zucker. Zucker? Was ist das für ein Zitat? Ach so. Ich meine, aus dieser Teetasse den Moet trinken. Wer was? Der hat mal aus der Teetasse. Wer?
Der Seibt! Der Seibt hat aus einer Teetasse mal eh getrunken. Ja. Ja, doch, der ja. Nacken auf das Bar und Barkeepers hier. Ich weiß es, oder im Hotel irgendein Blödsinn. Ja. Wo war es natürlich das Zucker? Da sind die Schweineaugen richtig herausgetreten. Das ist, jetzt kommen, sagen sie, im Sofern wieder hoch. Wohin wollt ihr überhaupt? Ah, Junge, ich bin ins Paradies irgendwann. Und damit meine ich diesen Mann, also seinen Arsch. Ich bin nicht ins Paradies. Ach, du meinst die YouTube-Kanäle Adlersen 1 bis 4? Ach, Junge, stimmt. Der Adlersen 4, der existiert noch. Der wird nur umbenannt. Ich hätte gerne noch ein Stückchen Zucker. Ach so, wo ich das so überschlage. Ja, das war so geil, Alter. Noch ein Stückchen Zucker. Moi, auf den Nacken des Magenbargebers. Marvin Fuchs, ich darf nicht saufen, es tut mir leid, aber du kannst grundsätzlich gerne Suff über deinen Nacken rieseln lassen. Ich werde jetzt übrigens die Toilette hier hinten aufsuchen. Mike, massive Distanz von Gewalt jedweder Art. Auch sie geht gegen Schwächere. Dann ist sie legitim. Das ist wirklich komplett legitim. Hier sogar den Chat aufmachen, so eine Scheiße. Hey Siri, bitte schalte Plätschergeräusche an. Plätschergeräusche. Es hat immer so 20 Sekunden Verzögerung, bis es angeht, aber es funktioniert. Harms, kennt ihr? Was sie sich auch denken müssen. Wer? Achso, die Leute. Diese Kinder. HB-Performance, ja, an der Packstation hat sich eigentlich nichts geändert. Die müsste noch erreichbar sein. Das ist ein Lag bei Apple, wirklich. Mhm. Schlimm, oder? Ja. Was denn? Jetzt sehen die sich auch nach oben und bei euch dieses Time. Yeah. Alter, was zum Witz krank. Barry sei gegrüßt. Ich hätte keinen Hahn dran im Chat, danke. Die warten jetzt, bis die Werbung vorbei ist, aber die Chat sogar suchen das Beste. Der Mann wird natürlich jetzt nicht hier. Ich werde die Konfrontation mit diesen Menschen meiden. Nein! Bastarde! Ah, die klassische Flucht. Deine alten Knochen, Junge. Meine Güte. Eine unterbezahlte Security knüppelt leider nie jeden um. Das ist anstrengend. Dieser Kauer ist aber leicht zu sein. Junge. Damit ein Gangstalker. Bah! Arschloch. Puh. Alter, ich war ja vorhin im Schwimmbad. Ich habe wirklich in der Dusche die Leute mit meinem vollkommen von Syphilis zerfressenen Pimmel in Angst und Schrecken versetzt. So wie schön. Pass auf, nicht zu weit laufen, die Erde ist eine Scheibe. In der Tat. Ja. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Jetzt sind wir endlich unter uns. Bist du schon mal auf dem Spielplatz? Nein, hey, nein. So, auf dem Spielplatz. Ich habe, die Frau wird gerade interviewt von diesen Männern. Toll. Nicht. Ah, herrlich. Ja, das ist in der Tat hohl und flach. Meine Großmutter wohnt da drin. Anstrengend, wirklich. Es ist Zeit, dass ich in Rente gehe. Ich kann das alles nicht mehr. Bitte keine unsittlichen Berührungen im Chat. Das würdet ihr ja gar nicht sehen. Warum hat der Streamer mich 30 FPS, obwohl ich eingestellt habe 60? Wie? Warum hat der Stream 30 FPS, obwohl ich 60 eingestellt habe? Das macht mich matt. Weil meistens die Bitrate nur für 30 reicht. Die 6000er. Ach so, 60 geht nur, wenn ich auf 3,7 mache. Ja. Ah.
Also ich habe 6000er Bitrate. Ja, und 30. Und habe 30 FS. Ah, okay. Ich meine, das ist bitratenabhängig. Mhm. Und so viel 60 FS bietet der Twitch auch gar nicht an. Wenn ich Partner ist. Und so. Am PC ist 60. Ach, dann ein Arschlöcher. Bro, die Klingelsteine sind leider gegen die... Tourens auf Suche jetzt. Das leider. Harald Schnittler, so ein herrlicher Mann. Mein Lieblingsname ist wirklich immer noch Petophilius Zwackelmann. Einfach nur ein schöner Name. Ja, ich bin Petersilius, oder? Petrosilius, ja, ist das Original. Petersilius ist auch einer bei... in den Kommentaren. Hast du Böller dabei? Ich nein. Ich leider auch nicht. Meist August. Den Herr Kaczynski kann man, glaube ich, nicht mehr interviewen. Soweit ich weiß. Du Loxik, danke für den dritten Monat. Sex. Der Mario 888, danke für den Prime. Stretz Kids Marcel. Die Brüder Kock, danke für den Prime. Und ja, no, mein Himmel, danke für den Prime, Junge. Die Brüder Kock. Geistiger Unnöt. Darf man noch Silvesterknaller haben? Hä? Haben, ja, zünden. Nein. Naja. Je nach Klasse natürlich. Na, haben darfst du eigentlich nur, wenn du gewerbetreibend bist. Also in größeren Mengen. Ja. Aber wie die Stückelungen sind, kann ich dir nicht sagen. Brudi. Wann wieder in Karl-Marx-Stadt? Um Gottes Willen, was soll ich denn? Freiwillig in Chemnitz. Chemnitz und Cottbus sind wirklich die todesten Drecksstädte im Osten, Alter. No front an jeden, der da wohnt, aber es sind einfach Erlebnisse so, sorry. Dann warst du noch nie in Speckgürtelstädten. Speckgürtelstädten? Ja, die rund um Berlin, die nicht Berlin selbst sind, die schon Feld of Leming und Wiesbaden Brandenburg sind. Ja, aber dass die Gegend wenigstens schön. Ja, nee. Weiß ich nicht, Bruder. Aber was will ich dort? Ich wäre gerne in deinem Speckgürtel. Ja, ab nach Bautzen. Ja, Bautzen geht, aber Bautzen ist weder tot noch langweilig. Ich finde Bautzen geht, also vergleichsweise. Jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber auf jeden Fall besser. Wann wieder NRW? Im Sommer. Ich bin jetzt nächste Woche wieder im Westen. Aber nicht in NRW zum Glück. Was ist bloß in Cottbus los? Ja, nichts mehr leider. Also in Cottbus ist halt das Schlimmste, dass halt wirklich komplett alles richtig ausgestorben ist. Also, das ist ja Wahnsinn, da war ich echt schockiert. Auf dem Samstag. Frankfurt oder? Da war ich noch nie. Da hatten wir auch noch nie was hingezogen. Cottbus im Wack. Also noch wacker. Ich dachte wirklich, was hier ist. In Radebeul wohnt ein sehr weiser Mann. Ich kenne zahlreiche sehr ehrenwerte Männer, die in Radebeul wohnen. Einen davon sehe ich heute sogar. Ist das sehr eng. Sind die junge Dame? Ah. Also sie ist alleine. Das ist natürlich sehr schade. Es kam wohl nicht zu einem feuchtfröhlichen Palaver-Techtelmechtel. Wahrscheinlich. Mit random Leuten, die sich umdrehen, nachdem du sehr lautstark verkündet hast, dass du anwesend bist, uriniert hast. Was? Ich hab in eine öffentliche Toilette uriniert. Ja, mei. Also, okay. War ja für alle Glauber. Ich distanziere mich ausdrücklich vom Yeti auf der Insel des Herrn Epstein. Da gibt es gar keine Berge und der Yeti ist ein Bergbewohner. Also ich verstehe den Zusammenhang nämlich sonst überhaupt nicht. Und, geschafft. Haben die Männer dich eingeholt? Nee. Das ist sehr schade. Also. Ich gebe kein Statement zu TikTokern. Ich distanziere mich von allen TikTokern. Nur Hass. Raus an. Junge, yo, Yeti! Das ist einfach nur schön. Ah, jetzt ja! Eine Insel! Ah, jetzt ja! Deine Mutter! In der Tat, Brudi! Trap Goose in der Tat, aber aus rechtlichen Gründen darf ich mich dazu nicht äußern. Nee, es geht um jemand anderen. Um Inseln? Nein! Um Leica Uhr! Lüli! Ja, ich darf seine AKAs jetzt nicht aufsagen.
Also, seine Alias, oder wie man das nennt, die sind zahlreich vorhanden. Wann sperren mit Sean Strickland, mit dem würde ich lieber mal saufen, Alter. Bester Mann, Alter, wirklich absoluter King. Ausnahmslos, ich stehe auch hinter jedem seiner Worte. Hinter jedem einzelnen. Oder hat er mal was Schlimmes gesagt? Ich weiß es gar nicht. Kann mich dran erinnern. Naja, okay. Ich bin, ja, im Zweifel immer. Viel langsam. Nee, wirklich, der ist wirklich geil. Ich habe noch nie kämpfen gesehen, aber seine Interviews machen mich einfach geil. Das heißt, da steht wirklich mein widerwärtiger Männerpimmel. Die Leute beschweren sich, bei uns geht es immer nur um Pimmel. Junge Mr. Darkim, na, ich, irgendwie muss das Ott ja auch naja, beleuchtet werden. Was soll ich machen? Ich habe Barbarik. Ich habe dich heute getroffen. Herr Sol Schub, grüße ihn aus. Ich habe dich heute getroffen. Ich hoffe, nein, heute wird nicht vom grünen Teufel genascht. Es ist Mittwoch, Brody. Eben, es ist Mittwoch, meine Kerle. Hey, ich treffe mich dann noch mit sehr engen Männern. Wobei, man könnte eigentlich naschen. Ah, ich... Klar mal was, Bro. Nee, das ist nie das Problem. Ich habe immer 3 Gramm am Abso. Immer so einen winzigen, zugeknoteten Kondom. Habe ich immer alles, was man brauchen könnte. Sogar einen ganzen Sanikasten. Mit mehreren Mullbinden. Mein Mastdarm ist so unfassbar geweitet. Was denn? Hast du eine Berufsausbildung? In der Tat. Die habe ich im August 2016 abgeschlossen an der IHK Dresden in der Ausbildung zum Verkäufer bei Edeka. Ich bin nicht stolz darauf. Ich würde lieber grundsätzlich sagen können, nein. Fachkraft für den Einzelhandel. Ein Traumatisierter wohlgemerkt. Mhm. Junge, der engste After der DDR. Ja, es ist halt ein Dreier-Date. Es gibt halt immer so Leute, die nur auf so einer Bruderbasis befreundet sein wollen. Die bringen halt immer noch jemanden mit. Ich hasse das. Er wollte mitkommen. Ah, Junge, was? Distanz. Ja, das ist gar nicht besser. Ich finde bei euch alles nur Spaß. Herr Performance, ich verstehe die Frage nicht. Wenn ich irgendeinen Test gemacht habe, dann wirst du den bei YouTube sehen. Oder hast du schon gesehen? Ah, Junge. Die Krüge. Ja, hey, hoch. Alter. Ei! Alter! Ja! Ja! Ich hoffe, mit 40 wird mich sowas auch noch begeistern. Aber mit 40 hörst du das draußen? Ey, der Kinder schon wieder! Oh, Scheiße! Ja, da sitze ich schon lange im Rollstuhl, Alter. Ich bin zeugungsunfähig, uriniere in einen Beutel. Sind nicht so eine leere Ötti-Flasche oder so. Junge, 8 Cent. Schnauze jetzt. Junge, das. Also ich finde beide Netto-Arten nicht so geil. Aber der normale Netto, der rot-gelbe, hat ein besseres Sortiment. Aber Netto ist wie ich. Also Lidl, wenn es billig sein muss, Lidl. Oder ich. Sonst Rewe Edeka. Einfach, aber es ist einfach so teuer, der Schmarrn. Uns nee, Lidl ist schon das Beste, wo es gibt. Narren. Wo ist der faule Hund Sing? Bestimmt in der Zone mit irgendwelchen Arschlöchern, wo die Lobbys leichter sind. Und mit euch macht das immer keinen Spaß. Wir werden weggeschwitzt bei euch. Ach, Bastard, wirklich. Wir werden genauso weggeschwitzt, Junge. Das Kamel. Kampf, dem Kamel. Jamu. Sung. Weng. Warst du schon mal im Alnatura-Geschäft? Ich war schon mal in einem Alnatura-Geschäft. Da habe ich mir, glaube ich, eine Banane oder so geholt. Weil das Einzige, was mich angesprochen hat. Und so eine Bio-Cola oder so. Ist nicht so ein Laden in Zwickau am Hauptbahnhof? Ist, glaube ich, so ein Bioladen. Da habe ich auch schon mehrmals Knacker erworben. Zu horrenden Preisen. Ja, warum geht man... Fuck you. Mein ja nur. Grüße mein geliebter Onkel Adelsohn. Wegen ihn habe ich mit dem Konsumieren von allerlei Drogen angefangen. Vielen Mastam dafür. Rosalinde Rossetti, sehr gern. Weiter so. Immer wieder gern. Junge Peter München, Bio ist Schmutz. Das macht mich alles so geil. Hodensack. Alter, warum ist denn das so scheiß warm? Das macht mich so wütend. Ich kann direkt wieder duschen gehen. Ja, ich werde halt danach duschen gehen müssen. Ach Mann, ist da noch Platz frei? Wir müssen Wasser sparen. Ja, nein. Warum guckt sie mich jetzt so an? Ich verstehe es nicht. Kock! Mahlzeit!
Jetzt weiß ich auch wieder, warum wir immer nur nachts streamen. Ja, das. Alter. Obstbaum, danke für den Und Marvin Fuchs, danke für den dritten. Gott segne dich. Wann Natursekt im Shop? 30 Euro der Liter PN bitte. 30 Euro für einen Liter Natursekt. 30 Euro ist der klassische Preis. Naja, der kommt aber auch halt kalt an, nach 3 Tagen Versand. Da kannst du nicht mehr verlangen. Also das, die Zeiten sind dünne. Was? So einen Liter erstmal zusammen zu bekommen? Hä, was? Hä? Also Real Talk, einmal pissen ist mehr als ein Liter bei mir. Ich uriniere selten und viel. Ich uriniere viel und... Selten. Ich uriniere viel und viel, Junge. Viel ja. Und häufig. Hä, hast du schon mal zu einem höheren Preis weggekommen? Nee, ich verkaufe keinen Urin. Warum? Wenn mir noch nie jemand nachgefragt hat. Ja, weil es nie anbietet, ist ganz einfach Teufelskreis. Der ja, logisch, lol, hä? Hä, bietet doch einfach an. Junge, Junge, Junge. Bei Gott bist du kein Lieder. Doch, hä, natürlich. Bei mir. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall kein Beweisvideo machen, wo ich mein Glied filme und so. Also, wenn ich jetzt 1,5 Liter pisse, dann sagt wieder jeder, es ist aus einer Flasche geschüttet oder so. Also, natürlich pisse ich mehr als ein Liter. Ich pisse manchmal eine ganze Minute am Stück. Geisteskrank, Alter. Kannst du den Chris fragen, also. Ja. Ja, das ist sehr anstrengend, wenn man sehr dringend nach Hause möchte und der Mann unbedingt noch auf der Raststätte noch mal pinkeln gehen muss. Ich hab glaube ich mal so 40 Meter weit gepisst. Also ich uriniere öfter mal im Laufen, das ist ja meine Spezialität. Ja. Durchschnitt, ja, das ist, weiß ich doch, aber ich kann es, mein Gott, ich beweise es, meine Fresse, Alter. Ach, wie bei Shihiros Reise ins Zauberland, nur für Erwachsene, Alter. Schön Kaviar in der Dusek. Mm. Der sogenannte Pisswalk. Bro, wenn ihr mir nicht glaubt, also. Der Pisswalk. Der, hä? Der Pisswalk, was er gefahren hat, steht wegen diesem Mann. Da bin ich, aber jeder Suffkopf hat eine Blase, die definitiv mehr Fassungsvermögen als einen halben Liter hat. Natürlich, Alter. Hä? Das Problem ist, bei mir sammelt sich nie so viel an. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass. Wenn ich einen halben Liter nur hätte, dann würde ich ja ständig pissen. Also jeder Typ, der so 1,85 ist mindestens und ziemlich säuft, hat eine Blase, die so locker 800 bis 1,5 Liter fassen kann. Bei mir landet es erst gar nicht in der Blase, es gibt direkt durch. Junge, was? Aber das ist eigentlich wirklich interessant, das mal zu testen. Ich werde es mal ausreizen und dann absägen. Ich schicke natürlich das Video so einmal ansichtsmäßig in die Gruppe, dann brauche ich einfach nur dein Wort im nächsten Stream. Das ist krank. At all wichtig, Ausrufezeichen. Du hast komplett falsche Vorstellungen. Also ich bin jetzt wirklich überzeugt davon, dass ich mindestens, ich würde jetzt sagen, wenn ich schätzen müsste. Du kannst so einen Katheterbeutel auf Arbeit mal mitnehmen? Doch, 1,1. Ich werde keinen Katheter mehr legen lassen. Du wirst deinen Eimer pinkeln und wir trichtern das in diesem Beutel. Und wer trichtert das denn? Muss ich nur so einen Zahlschein besuchen? Alter. Alter. Ja, geil, bist du nicht falsch? Ich habe mir in der Tat mal selbst ins Maul gepisst für 50 Euro von MZA im Backstage der Reithalle damals. Hat es gelohnt? Skurix, ja, Leute, gut, ich beweise es halt. Ich, ja, okay. Skurix, bitte. Keiner glaubt das, dass ich auch nur ansatzweise einen Liter urinieren kann. Also für mich ist das jetzt eigentlich selbstverständlich, weil ich weiß ja, wie viel ich sehe also, und wie lange und wie intensiv. Ja. Es gibt auch Leute, die haben ein Magenvolumen von 5, 6 Litern, wenn die ihn halt massiv dehnen. Ja, das ist, mein Magen zum Beispiel ist ziemlich klein vergleichsweise. Also wenn ich eine ganze Pizza oder einen Döner schaffe, bin ich halt richtig froh. Und also ein Döner ist für mich so richtig Limit. Ernsthaft jetzt? Kilogramm Döner. Da lachen manche. Ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, wie Leute 2, 3 Döner schaffen. Das ist für mich unmöglich. Ja, ich bin jetzt ein genau mit dem Richtigen Döner unterwegs. Ja, ja, Skurix, du hast dich definitiv eingebrannt in diesen Kopf. Skurix Henry! Bitte! Ja, das. Junge, geil, Alter. Nächster Löwe schafft 5 Döner. Ja, zum Beispiel absolut undenkbar für mich. Also, der Körper passt sich ja wirklich an. Da muss ich schon sehr hungrig. Gucken Sie, in der Klub 6 Döner geschafft auch. Geisteskrank, oder? Also, ich schaffe selten mal einen ganzen Döner. Ich glaube, ich muss schon wirklich sehr hungrig sein und halt schon eine ganze Weile wieder Massenphase gemacht haben. Also nach einem anderen Tag, da schaffe ich einen ganzen Tag. Die Angabe von 5 Litern ist erstaunlich akkurat. Ja, natürlich.
Dieser eine, der menschliche Springbrunnen, das ist ein guter Mann. Der kommt, glaube ich, aus Afrika, wenn ich nicht irre. Der hat wirklich so einen Magen, der für 5,5 Liter ist. Googelt das doch einfach mal bei YouTube eingeben hier, der menschliche Springbrunnen oder so. Der war, glaube ich, mal bei Wetten, dass auch und sowas. Ja, das ist, mit sowas bin ich bestens vertraut. Was? Der menschliche Springbrunnen, damit bin ich bestens vertraut. Also mal, ich google, ich gebe das mit Gurken so einen Döner. Was hatte der geschafft? Ich esse 6 große Döner. Ja, also Gurken hat auf jeden Fall 6 Döner geschafft. Da haben wir auch damals reagiert, auf das weiß ich noch. Der menschliche Tausender, nee, nicht. Menschliche Brunnen. Junge! Egal, was ich immer eingebe, ist immer sowas am Ende, Alter. Was soll denn das? Meine Fresse. Ja, man nennt es Algorithmus. Fuck you. Ich habe mehrere Andenken an die Schanze, in der Tat. Tanz! Adler Satici hatte 7 Döner, das ist natürlich noch stabiler. Junge, hat der Mann gerade dahin ruiniert? Nein, er fotografiert das vom Sicherheitsdienst und hat das. Ach so, ich dachte gerade, der hat das gemacht. Nee, lol. Ja, Junge. Dann wäre ich jetzt nicht so. Also, ich wäre jetzt nicht so erfreut, wenn jemand mich livestreamt beim Graffiti machen. Deswegen dachte ich, jetzt gibt es eine Konfrontation. Ich finde den nicht. Ich finde den. Ich weiß jetzt nicht. Springbrunnen nicht, so eine Scheiße. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich eingeben soll. Ach, egal. Egal. Mann, da sind viele mit diesen Stöckern rum. Jeder hat heute so einen Stock im Rucksack. Ja, wo kommen die alle her? Ist eine Wanderung gewesen mit dem Fahrrad? Ja. Junge, der menschliche Whirlpool. Ich distanziere mich von Harnröhrendilatoren. Das ist echt nicht so meins. Wie siehst du das? Sass. Cringe. Oh, hat mein Kopf gewinkt. Ja, das. Sass. Diese verdammte Aussprache dazu Cringe. Noch. Was ist denn da los? Scheiß Rumgejammer, Alter. Was ist das? Der menschliche Springbrunnen ist dann wohl Max' größtes Idol. Ja, fuck you, Mann. Deine Mutter war letztens auch Mensch am Springbrunnen. Du hast nur 3 Finger gebraucht, Brudi. Ich schwöre, Digi, so ein Ding ist das. Ja, ja. Ja, daraus hab ich die neue Sorte Energy gemacht. Oh Mann, ey. Und da sinken unsere Chancen auf den Remover-Koffer. Yeah, yeah, yeah. Hey, Brudi, das ist ein großer. Geistiger Unrat. Testet ihr den neuen Genergy? Ja, wenn ich ihn mal endlich bekommen würde. Du meinst der Action? Bitte, bitte. Uwe! Gönn mir jetzt. Uwe! Hey, hey. Bruder, gönn doch mal. Geh ich dir so gönnen, Bro. Schick mal jetzt nochmal. Ja, Chat wird schon wieder so ehrenlos. Das macht mich einfach nur geil. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen mir geschuldet. So. Also wir hatten heute wieder alle Themen dabei. Aber wir haben noch ganz was vergessen. Da gab es so eine Mauer und die ist frei. Die freie Mauer? Freie Maurer? Ach so. Du wolltest doch unbedingt diesen Scheiß. Ich habe das jetzt 4-mal ausgesprochen. Das muss häufiger ausgesprochen werden. Wir haben auch noch andere heikle Themen angesprochen. Die Frage, der Algorithmus wird würfeln, was das wird. Es wird so ein 10er-Slide sein von heiklen Themen im Kontext unter dem. Einfach die Kommentare findest du einfach erstmal. Ich muss aber 2 Minuten scrollen, damit du zu den Kommentaren kommst. Geistiger Unrat. Nee, freie Mauer. Ich werde jetzt hier nicht mehr schreien, wir sind gleich im Gericht. Ja, wieso? Traust du dich einfach nicht? Na, du kannst jetzt übrigens schon mal auspacken. Also, ich kann auspacken. Also ich meine, jetzt nicht dein Lümmel, leider. Warum? Jetzt schon. Schon? Schon? Ich habe Termine. Ja, Bruder. Machen wir an der Elbbrücke? Jo. Ja. Ja, so ein fließender Übergang, Rick. Ja, harte Arbeit, ja, ich weiß schon, ja. Oh, jetzt schon wieder harte Arbeit. Oh, oh, oh. Schneiden, rennen, dann hoch, leider. Oh. Ja, oh, oh, oh.
Ich, habe ich nie vor 20 Sekunden gesagt, ich will nicht rumschreien? Ich will nicht rumschreien. Ich bin wirklich schlimm. Ja, ich. Nee, das Problem ist, ich muss ja immer ausbalancieren, damit es sich die ganze Zeit schräg hängt. Scheiß Gimbal ist nicht gerade. Das Gimbal macht sich nicht gerade. Ja, üch. Grüße an PGS. Distanz. SARS. Herr PGS. Patrick Amesing. Ja, von dem Mann distanziere ich mich offensichtlich auch. So, ich dachte, du sagst, ich sag CFS. Nein, das andere meine ich nicht. Davon das distanziere ich mich natürlich auch, aber... Junge, das Amtsgericht muss wirklich dringend weg, Alter. Das hat mich schon sehr, sehr oft, ja... Begrüßen dürfen. In der Tat. Grüße übrigens an Paul an dieser Stelle. Welchen Paul? Der Kartner. Ach so. Ist das der Friedhof? Nein. Ach so. Eine Brücke weiter. Eine Brücke weiter? Waldschlösschen. Vor allem vom Johanna Krankenhaus Johannstadt. Ach, dann bin ich verblödet. Ja, Wie hat Axel gerochen? Gut. Gut, gut. Barry, das wird er wohl nicht sehen, denn man hat kein Internet. Parfümerie-Grip. Ist so gut wie Wallace. Wallace ist der bestriechendste Mann der Welt. Ein sehr mächtiger Mann. Ich hoffe, du kommst mit. Ich werde dir nochmal die Details schreiben. Wo? Da, ja, die werde ich dir nochmal bewahrt. Ja. Wir werden bald Geschlechtszüge haben. Da komme ich prinzipiell immer nur allein. Stimmt. Oh, lol, jetzt habe ich es verstanden. An dieser Stelle ein erneuter Shoutout an Patrick Gamel Singh. Ich hab mega AIDS, Alter Teutendorf. Dein Job beginnt jetzt gleich hier bei diesem Mann. Er kann nicht schreiben. Was? Er ist permanent gebannt. Nein. Doch, der Alter. Mann hat mehrfach Telefonnummern gespammt. Ja, dann Leute, habt ihr auf jeden Fall die Aufgabe, Freiheit für Teutendorf zu fordern. Das ist ja selbstverständlich. Jetzt tritt doch mal hier rein, Mensch. Ja, ja, oh, oh. Ja, ja, hu, ich hab auch Frauen, die freuen sich alles. Wir haben keine Misogynie. Für die Quote, Brudi, kriegst du den 20 dann, ja. Geistiger Unrat. Volle Solidarität mit allen Gebannten und Zensierten, Junge, das. Mit allen Gebannten und Zensierten? So, der Mann ist live ausgezeichnet. Ah, es wird wirklich mal Zeit, die langsam Feierabend zu machen, Alter. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe jetzt übrigens exakt 50% Akku, also. Naja, 3 Stunden 20, 3 Stunden 15 sind möglich, ja. Gut. Gut, also in der Theorie jedenfalls. Der Mann bleibt gebannt. Nein. Oh, nee, aber ich bin sehr glücklich mit dem Apparat. Jetzt ist aber auch Schluss. Also, ja, ich hoffe, ihr habt heute alle noch geilen Fixsex. Schluss. Distanz, massive nee, Distanz. Ja, Junge. Von guter Nachtqualität zu Schmutz. Also, Raid, mit Ed oder ich? Ich bin verblödet. Verblödet, Zip. Hast du gedrückt? Bist du nicht angemeldet? Kann das sein? Wie, was? Hashtag Fried halten noch. Nee, das ist dein Kanal, was es beschreibt. Achso, dann hat's. Ja, Wiedersehen, Leute. Wiedersehen.